Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier und hatten uns tatsächlich unsere Skyline hier weiter aufgebaut. Ich meine, es sieht schon ziemlich stylisch aus, schaut euch das mal an. Und das ist mein Lieblingsgebäude hier tatsächlich, weil es einfach so geil aussieht. LG2ST. Und, ach guck mal, da ist sogar eine Spiegelung drin. Krass. Es gibt jetzt eine Sache zu sagen, und zwar, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass letzte Woche ja keine neue Folge rausgekommen ist. Es liegt einfach daran, ja, weil das Osterfest inzwischen war und ja, das im Prinzip, wie soll ich das sagen, dass das halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und ich halt in der Woche tatsächlich keine Zeit hatte, ja, Let's Plays aufzunehmen. Das ist bei mir immer so. Und genau, aber dafür geht es jetzt hier weiter. Sorry nochmal, dass letzte Woche keine zwei Folgen kamen. Und ja, dafür geht es jetzt hier weiter. Jetzt bauen sie hier wieder Geschenkchen. Das ist ganz toll. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir mal unsere Stadt-Region weiter auf. Es gibt noch... Ja, gut, dann machen wir einfach weiter. Ihr seht, die Skyline ist schon da. Wir können die jetzt einfach nach Belieben erweitern. Ich sehe gerade, Industrie braucht Platz zum Wachsen. Würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum. Hightech-Industrie brauchen wir. Muss ich jetzt erstmal gucken. Ja, wo war denn jetzt nochmal unsere Hightech-Stadt? War das die hier, ne? Glaube ich. Die hier war es. Der Übeltäter hier war es, genau. Und die hier, die haben scheinbar irgendein Problem, weil die bauen hier keine Hightech-Industrie auf. Ich denke mal, dass die hier noch mehr Parks haben wollen. Oder auch nicht. Okay. Haben wir hier Müllproblem oder was ist hier los? Feuer gefahren. Nee, da haben wir auch kein Problem. Müll? Auch nicht. Der Landwert ist halt extrem gering, ne? Ah, okay. Da müssen wir tatsächlich eine neue Stadt machen für die Hightech-Industrie. Was ist das denn hier für eine? Was ist das hier? Ach, ist das auch eine Hightech, denke ich, oder? Das ist auch Hightech-Industrie. Ja, sehr gut. Okay. Ja, hier geht das Wachstum schon gut ab, muss man sagen. Schau ich das an. Zack, 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 zack. Die wollen nämlich alle Parks haben hier, die Hightech-Leute. Dann würde ich sagen, geben wir denen doch einfach mal ihre Parks. Einfach weiter hier Parks spammen. Und ja, Freunde, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Wie gesagt, eine Woche lang nicht aufgenommen, es tut mir leid, bin nicht dazu gekommen. Aber, ja, dafür geht's jetzt hier weiter und es haben wir auch wieder Zeit mitgebracht. Deswegen, das passt doch. Passt doch gut so. Dann hoffe ich, dass es euch nach wie vor gut geht. Mir geht es sehr gut. Auch weil das Wetter besser geworden ist, endlich mal. Weil wir haben ja heute den 24. April. Und es wird Zeit, dass es leider ein bisschen wärmer draußen wird. Ist halt so. Ich bin Sommermensch. Ich kann lange Winter überhaupt nicht ausstehen. Deswegen, ja. Habe ich lieber wärmere Temperaturen, als hier in Jacke draußen rumzulaufen. So, Freunde, dann machen wir mal hier weiter. Was war das für eine Meldung da gerade eben wieder? Wasser. Oh, Wasser, 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 Wasser. Okay, dann Wasserpumpe. So. Zack, da habt ihr wieder Wasser. Und Hightech-Bedarf ist gedeckt. Sehr schön. Alles klar. Dann haben die Leute jetzt auch wieder was zu tun, zur Arbeit. Und ihr seht, wir hatten, habt ihr gerade gesehen,
Wir haben doppelt so viele Jobs wie Einwohner hier. Das heißt, wir brauchen mehr Bewohner hier. Was ist denn hier los? Sagt mal, warum will hier keiner in unsere Stadt ziehen? Ich weiß warum. Die Steuern sind so hoch. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier mehr Leute reinkriegen. Und eine Steuersenkung wirkt sich doch eigentlich immer positiv aus. Ich meine, wir wollen ja auch Wohngebiete... Ah, seht ihr? Seht ihr das? Wir wollen ja auch Wohngebiete hier haben und nicht nur Büros. Ja, und da kommt sie schon aus dem Boden gesprossen hier. Sehr schön. Gut, aber das hier ist ein bisschen doof, muss ich sagen. So, mach das mal so. Können sie weiterbauen hier? Jawoll, jawoll, jawoll. Die Leute suchen nach Arbeit. Die neu zugezogenen Leute. Ohne einen Funken Intelligenz. Ja, das ist, weil die neu dazugekommen sind. Mittelschicht steuern nicht. Die Bildung. Das ist, weil die neu dazugekommen sind, Leute. Ich kann da auch nichts für. So, und ihr seht's, ne, wir sind finanziell jetzt wieder gut aufgestellt. Wunderbar. Das heißt, wir können weiterbauen. Sehr schön. Sollen wir hier vielleicht eine Allee hinmachen statt eine normale Straße? Sind das hier Gewerbegebiete? Ne, das sind auch Wohngebiete. Ach krass, okay. Oh, was kommt denn da wieder Feines? Ah, okay. Zonen. Wir haben hier ordentlich... Ui. Ah, hier hinten ist der Gewerbekomplex. Okay, hier hinten ist der Gewerbekomplex. Das heißt, wir können... Spiel. Wir können hier getrost doch ein Wohngebiet aufmachen. Das ist sehr schön. 6, 7, 8. Schöne Hochhäuser hier aufbauen. Und ja, dann haben wir jetzt hier auch unseren Fortschritt weiterhin. Müssen halt nur gucken, dass wir finanziell im Plus bleiben. Oh, okay. Baue alle Stile auf einmal, das passt. Und genau, ich hatte ja vorgehabt, ja, meine oberirdische Bahn hier durch eine Monorail zu ersetzen. Ne, falls ihr euch erinnert, das war ja das Projekt, was ich angehen wollte. Ich muss mir tatsächlich noch überlegen, ob wir uns das tatsächlich, durchziehen. Weil ich habe ja ein privates Let's Play auch. Let's Play, privaten Durchgang gespielt von SimCity 4 und da hat sich das nicht so krass ausgewirkt auf die Luftverschmutzung. Deswegen müsste man sich mal überlegen, ob das tatsächlich Sinn macht. Weil man kann die auch so schön mit der... Die streiken. Warum... Was... Okay. Wenn ihr streikt, dann kriegt ihr ein neues Krankenhaus. Gerne. Wir können ja hier dann... ich würde gerne eine Plaza abreißen. Tatsächlich. Genau, hier. Machen wir das mal so. Nein! Oh, nein! Verdammt nochmal. Einmal mit der Maus verrutscht. Da ist dieses schöne Gebäude weg. Oh. Nur wegen den Ärzten, weil die hier immer streiken müssen, ey. Mann, 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 Mann. Nur wegen den Ärzten. Ja gut, aber ich meine, da werden sie dann ja wieder irgendwas hinpflanzen, da bin ich mir sicher. Dann helfen wir denen mal ein bisschen. Oder ist der schon... Haben sie schon was hingebaut, ne? Haben sie schon wieder was hingebaut? Hier unten. Ja, ja, da haben sie schon wieder was hingebaut. Okay, finde ich gut. Schade, das schwarze Gebäude sah nämlich auch cool aus. Wie gesagt, ich bin mir noch unsicher mit der Monorail tatsächlich, weil wir haben auch hier, haben wir... Wartet mal, wir haben nämlich auch hier tatsächlich einen Fehler begangen. Und zwar hier... haben wir tatsächlich den Zugang zugebaut. Und
gucken wir mal. Wartet mal. Ich würde das schon ganz gerne hier auch noch mit verbinden. Geht das? Jetzt nicht schon wieder Bandage Blues, ey. Kommt. Was wollt ihr denn? Na, das passt tatsächlich nicht. Okay, dann ist nicht schlimm. Dann sollen sie halt hier umsteigen, die Leute. Okay. Dann machen wir das aber so, dass wir hier den Bushaltestelle und die U-Bahn nachbauen. Das war so rum, ne? Ja, genau. Das war so rum. Und hier waren noch Parks. Genau. Ja, wie gesagt, muss ich mir jetzt überlegen, ob ich das zu einer Monorail mache, aber lass uns erstmal ein neues Wohngebiet aufbauen. So, lass uns erstmal neue Einwohner kriegen hier. Das ist jetzt erstmal die Hauptprämisse hier. Dass wir Bevölkerungswachstum haben und schaut euch das an. Das ist schon... Was? Blaublütler fürchten vor Blutsaugersteuer. Was ist das? Auch Reichtum hat seine Grenzen, ihre Steuerpolitik. Sie haben den Adel mit dem Steuerschwert in die Enge aus der Stadt getrieben. Ich vermute, dass wir bald ein eigenes Arbeitsamt für arbeitslose Butler benötigen werden. Wenn sie so von den Fürstensteuer. Aha, also Reichensteuer wollen sie gesenkt haben. Kriegen wir hin. Oh, krasse Gebäude, wie hier kommen. Krasse Gebäude. Ja, wir brauchen nämlich auch öffentliche Einrichtungen, um den neuen Zugezogenen hier versorgen zu können. Das heißt, wir brauchen hier definitiv Polizei. Hier schaue ich das an. Feuerwache. Nicht sehr groß, das Gebiet, ne? So, aber das passt ja dann. Wenn wir die Feuerwache hier so hinbauen. Schulen. Krankenhaus auf jeden Fall. So. Stopp. Falsch. Falsch aufgebaut. So. Dann brauchen wir hier noch ein paar Stationen für die Hochbahn. So. Wird wahrscheinlich direkt genutzt, ne? Ja, schaut euch das an. Das wird direkt genutzt hier. Ui. Der Kopf-Ozeanik. Cool. Quatsch. Weg mit dem Geschenkchen. So. Dann brauchen wir einmal Grundschule. Und eine weiterführende Schule. So. Ja, wir können euch leider noch nicht die Steuern senken, Leute. Weil wir sind im Minus noch. Wir sind tatsächlich noch im Minus und wir haben noch gar nicht Stadtverordnung, Energiesparen, Fahrgemeinschaft, Pendelverkehr. Nee, lassen wir erstmal so. Lesekampagne. So, das hilft alles der Bildung. Gut, Freunde. Das fragen sie Schwerindustrie an, aber... Wie jetzt? Och, ihr wollt mich doch verkackeiern. Ist jetzt nicht euer Ernst? Ja. Es sind halt sehr viele Leute, die hier wohnen, ne? Deswegen, ja gut, geben wir denen halt noch ein Krankenhaus. Was reißen wir denn dafür ab? Ja, dieser Turm sieht eigentlich schon geil aus, muss ich sagen. Reißen wir mal, ja, eins hiervon ab. So. Dann habt ihr da auch wieder genug Kapazitäten. Genau, 3, 5 und hier auch drauf. Oh Gott. Okay. Dann passt das aber. Und ja, gucken wir mal hier. Große Grundschule. Ja, die haben Gutschüler, die auch. Alles klar. Sehr schön. Oh, was ist das denn? Das sieht ja hübsch aus hier. Regatta. Hey, guck mal. Das sieht schon stylisch aus, muss ich sagen.
Gut, ja, das ist überwiegend ärmere Bevölkerung hier. Aufgrund langer Pendelstrecke verlassen. Wo fahrt ihr denn hin? Raus! Warum fahrt ihr denn raus aus der Stadt? Okay, das ist doof. Das ist jetzt tatsächlich doof, muss ich sagen. Bandage. Oh, nicht schon wieder. Boah, die Krankenhäuser. Oh, das sieht geil aus. Ist das ein Hyatt Hotel? Oder was ist das? Embassy Suites. Na gut. Was wollt ihr denn schon wieder? Die Krankenhäuser. Die Krankenhäuser nerven ein bisschen, muss ich sagen. Machen wir Folgendes. Wir machen hier einfach ganz viele kleine Krankenhäuser hin, damit die da aufhören zu streiken da oben. So. Das kann ja nicht angehen. So, Ärzte-Scharen hier. Die streiken aber weiter, aber es stellt euch mal nicht so an, wirklich. Dann machen wir mal hier. So, genau, macht mal die Ambulanzfinanzierung runter. So, sehr gut. Oh, das sieht schick aus hier, guckt mal. Embassy Suites. Einmal Zwischenspeicher. Und warum explodieren die Kosten gerade? Was ist das denn? Na gut. Warum explodieren die Kosten so heftig? Ich meine, wir brauchen ja eigentlich... Ja, wir brauchen mehr Jobs. Das ist einfach... Wir brauchen mehr Jobs. Das ist... Okay, dann geben wir denen halt mehr Jobs. Machen wir das doch. 4. So. Ganz genau, Freunde. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das SimCity 4. Ja, wie wir hier Fortschritte machen. Muss ich tatsächlich sagen. Ja, ist halt sehr geil gerade, ne? Mit der ganzen Skyline und so. 4, 5, 6, 7, 8. Ach, jetzt geht doch weg. Ich war gerade am Zählen. Ach so, hier. Genau. Machen wir hier eine Verbindung hin, schön. Damit die auch eine Direktverbindung haben. Und dann... Tatsächlich, also die Bahn hier, die ist... Da habe ich mich tatsächlich verbaut. So, ja, dann machen wir hier das weg. Dann geben wir denen mal eine Bahnanbindung, eine Hochbahnanbindung. Na komm schon. Ah, geht das nicht? Doch, okay. Ich wollte schon sagen hier. Alles klar. Jo, dann machen wir mal ein neues Gewerbegebiet auf. Machen wir da mal Bus, da mal Bus, da mal Bus. Da mal Bus. Hier U-Bahn. 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 Ja, das ist halt mein Baustil, ne? Alles schön quadratisch. Beziehungsweise rechteckig. Schön Planwirtschaft. Ne, Quatsch. Aber es ist halt mein Stil. Was soll ich da machen? So, und die haben hier auch irgendwie keine Verbindung in der Mitte. Oh, mein Ohr juckt ganz heftig. Einen Moment. So. Jetzt können wir denen auch ja, vernünftige Jobs anbieten hier. Na dann auf. Na dann legt mal los. Dann legt mal los hier. Oder haben die kein Wasser? Doch, die haben Wasser. Ah, dann ziehe ich mal noch eine Straße da durch. Warum baut ihr nicht? Ah, ich wollte schon sagen, schaut euch das an. Das ist richtig geil. So, dann geben wir denen mal noch Stationen hier hin.
Und oh ja, oh ja. Und ein paar Mautstationen. Weil die produzieren ja auch Stau und Stau ist sehr gut fürs Gewerbe. Wie ihr seht. Schaut euch das an. Kaum habe ich die Mautstation hierhin gemacht. Ja, es ist krass. So, verbinden wir das nochmal und schauen dem Ding mal beim Wachsen zu. Jackson Tower. Woll, Freunde. Das sieht gut aus. Und wir haben noch nicht mal unsere Parks hier gesetzt. Also, das ist schon kleine Plaza. Wo ist die kleine Plaza? Da ist die kleine Plaza. So, dann setzt mal die kleine Plaza hier hin. Ja, seht ihr? Oh, kleine Plazas. Hier kommt Mittler. Ah, nee, hier kommt noch was für die Bildung hin. Städtische Bücherei, würde ich fast sagen, oder? Oder ein Museum. Ne, machen wir mal ein Museum. Mal gucken, ob sich das lohnt. Städtisches Museum. Anzahl der Besucher. Ja, ist okay. Ist okay, das brauchen wir schon. Siebenthaler wird neuer Kunststandort. Ein Zentralmuseum. Ja, nehmen wir gerne. Wo machen wir das denn am besten hin? Da werden wir hier schon alles zugebaut. am besten hier vorne hin einfach. Ein großes Kunstmuseum. Ja, finde ich gut. Entdeckte Feldschuhe 2. Ui. Gebrochene Oper. Ui, jetzt geht's aber los hier. Ein Operngebäude. Ein Opernhaus. Jo, eingeworfene Fenster 1. Ist klar. Ja. Ihr mit euren Steuern. Ich kann da nichts dran machen gerade. Wartet mal, der Müllhandel hier. Ist aber auch alles auf Maximum. Also den Hahn zudrehen. Wartet mal. Stadtverordnung. Können wir hier irgendwas rausnehmen wahrscheinlich, ne? Luftreinheit auf keinen Fall rausnehmen. Das hier kommen. Papiermüll. Ja, Müll kann auch weg. So. Wir müssen mal ein bisschen sparen, Leute. Wir müssen mal ein bisschen sparen. Die Steuersenkung können wir dann. Hallo? Warum kriegen wir immer weniger Geld rein? Count your simple. Nee, das ist so ein Sondergebäude. Wir kriegen hier gerade immer weniger Geld rein, habe ich das Gefühl. Boah, wir brauchen einen Haufen Schwerindustrie, ne? Das liegt daran, weil Leute mit niedrigem Bildungsstand ja gerne in der Schwerindustrie arbeiten gehen. Was ist das denn hier? Warum sind die denn hier ohne Bildung? Einfach mal abreißen. Ja, es ist einfach so. Leute, baut mal neue Gebäude hier hin. Weil wir haben doch genug Schulen hier. Hier wohnen ältere Leute, aber die haben auch eine gute Bildung. Ja. Wir haben doch genug Schulen hier. Was ist denn hier los, ey? Sagt mal. 114.000 zu 125.000. Ja. Was ist denn das jetzt? Warum? Wir kriegen immer weniger Geld rein. Das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht, Freunde. 126. Oder müssen wir wieder Bäume pflanzen? Das kann natürlich auch sein, ne? Dass wir hier Bäume pflanzen müssen. Ohne Ende. So. Da geben wir euch bei eure Bäume. Die stehen hier total auf Bäume. Ich weiß nicht warum, aber die stehen hier total drauf. So, schaut euch das an. Hier unten vor allem. Guckt euch das an hier. So.
Diese Gebäude sind einfach krass. Millennium Towers. Larus Plaza. Die Steuersenkung steht an, ne? Ja, lass uns nochmal die Steuern senken. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit noch, bis wir pleite gehen. So. Die Gewerbesteuern sind auch extrem niedrig, ne? Deswegen ist hier auch die Nachfrage so krass. Gehen wir bitte hoch auf 4% Gewerbesteuer. Wir müssen Geld einnehmen. So. Ich meine, jetzt werden zwar die Büros weniger angefragt, denke ich mal. Aber dafür haben wir jetzt stabiles Bevölkerungswachstum. Und wir haben Herstellungsindustrie, die gefordert wird. Stadtviertel vom Virus befallen. Ja, Krankenhaus, okay. Gut, ich würde vorschlagen, wir gehen mal raus in die Region. Und gucken mal, wo wir hier die Herstellungsindustrie tatsächlich ansiedeln können. Ich denke mal hier. Weil Herstellungsindustrie gibt Nachfrage für Büros. Genau, für reiche Gewerbegebiete. Und habe ich zumindest gehört. Und da würde ich einfach mal sagen, ja, kümmern wir uns mal darum. Herstellungsindustrie. So. Jawohl, dann haben wir das auch. Und dann gucken wir mal. Wir haben doch hier. Ja, genau. Schwere und Herstellungs. Und da ist wieder ein Geschenkchen. Warum ist da wieder ein Geschenkchen? Ja. Ach, die machen das schon selber. Ich brauche kein neues Gebiet hier. Auf zum Ohr. Hardon Industries Coal Mine. Ja, krass. Ist wieder ein Geschenkchen. Was macht ihr denn da? Da schon wieder. What? Was ist hier los? Kein Wasser? Kein Wasser. Okay. Wasserpumpe. Alles klar. Dann sollte das doch jetzt passen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Machen wir nochmal hier ein neues Industriegebiet auf. Und ja, liebe Freunde, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gut geht soweit. Ich nehme es wieder an einem Sonntag auf hier. Ganz klassisch. Und ja, morgen wieder arbeiten, aber ist ja normal, ne? Ist das denn Hardon Industries Slots in Neue Stadt 2? Neue Slots. Ach, okay, krass. Gut, dann haben wir hier Industrienachfrage gedeckelt. Da die mir jetzt allmählich auf die Nerven gehen mit ihren Wasserpumpen, würde ich einfach mal sagen, bauen wir hier eine große hin. So. Tauschen wir die einfach mal aus. Ja, wunderbar. Gut, und dann brauchen wir eigentlich in unserer Hauptstadt, brauchen wir jetzt ja dann mehr Büros, ne? Denke ich mal. 826.000 Bürojobs. Krass, Freunde, krass, einfach. So, Bürgermeister wird von Massen gefeiert. Wie ist immer noch? Immer noch Industrienachfrage. Das ist krass wiederum. So, ihr seht, wir sind im Plus mit den Finanzen. Ja, es schwankt sehr. Und jetzt gerade wieder nicht. Es schwankt sehr. Es schwankt sehr mit den Finanzen. Industrie braucht Platz. Schwerindustrie. Ja gut, diese Nachfrage hier wird sich tatsächlich nach und nach auflösen, weil wenn die Leute gebildeter werden, werden sie auch in den reichen Büros arbeiten. Ja, das ist halt so. Gucken wir mal, Luftverschmutzung. Ja, das ist krass mit der Luftverschmutzung. Aber ist halt nicht zu ändern, wie wir hier die Hochhäuser haben, ne? Geht halt nicht anders.
Ich würde dann aber auch vorschlagen, dass wir die Monorail dann tatsächlich in der nächsten Folge angehen. Halt, weil die Folge voll ist. Gut, Freunde, würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Zählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.